So, hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Virtual Safe Meetup. Ich kriege gerade rein, dass wir mittlerweile über 60 Teilnehmer haben. Das steigt noch. Aber damit wir in der Zeit bleiben, mein Vorschlag, wir starten. Auch dieses Meetup ist anders wie vieles, was wir so in den letzten Wochen erlebt haben. Und diejenigen, die von euch schon mal vor Ort mit dabei waren bei unseren Safe Meetups in Frankfurt, die wissen, dass ich normalerweise vor euch im Plenum stehe, durch den Abend leite und eben wir allen dann gespannt zwei super Vorträgen zuhören, die um agile Transformation in Unternehmen handelt. Ich bin Mirko, ich bin euer Gastgeber für den heutigen Abend und ich freue mich sehr, dass das heute hier in dieser virtuellen Situation funktioniert. Die Meetups sind für uns was sehr Besonderes, weil wir, während wir diesen Vorträgen lauschen, anfangen miteinander zu diskutieren und wir in einen Austausch kommen, sei es in der großen Gruppe, aber auch in kleinen Grüppchen, die unterm Strich immer eins bringen, und zwar Mehrwert für uns alle. Und die letzten Wochen haben uns eins gezeigt, dass Homeoffice und virtuell Treffen funktioniert. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, dieses virtuelle Safe Meetup aufzuziehen, um mit euch wieder in den Kontakt zu kommen und nicht zu warten, bis wir uns alle wieder vor Ort treffen können. Ganz kurz zu meiner aktuellen beruflichen Situation. Ich bin Berater bei Bridging IT und als Scrum Master in einem Agilisierungsprojekt tätig. Und zwar geht es darum, ein Marketing-Team zu agilisieren. Und wir haben eine sehr, sehr coole Marketingfläche. Die haben wir tapeziert mit ganz, ganz vielen verschiedenen Themen. Wir haben eine physische Impediment-Wall. Wir haben ein Backlog, was wir auf eine Wand gebracht haben. Unsere Kanban-Boards sind dort visuell einsehbar. You name it. Ganz, ganz viele Dinge, die wir eben physisch aufgesetzt haben. Und wir standen dann vor der Situation, dass wir mehr oder weniger von jetzt auf gleich alle ins Homeoffice mussten. Und wir standen vor einer sehr, sehr großen Herausforderung. Die Herausforderung Nummer eins war, unsere physischen Themen eben zu digitalisieren. Und die andere Herausforderung war, und das war für uns auch erstmal etwas, wo wir uns gefragt haben, bekommen wir das in der Form hin? Und zwar unsere Treffen, die wir sehr auch vor Ort ausgelegt haben, eben in die virtuelle Welt zu holen. Mit ein bisschen Abstand zu der damaligen Situation kann ich euch mit auf den Weg geben, ja, das funktioniert. Es ist möglich, sich virtuell zu treffen und auch virtuell Teams zu agilisieren. Und das macht mich sehr glücklich, dass wir diesen Modus gerade haben und dass wir da auch in dieser Arbeitsweise sehr, sehr gut unterwegs sind. Wenn ich von virtuellem Arbeiten rede, dann sind da ganz, ganz viele Dinge. Und wir haben uns heute jetzt dazu entschieden, mit euch über das Thema virtuelle PI-Plannings zu sprechen. Warum? Weil wir eben auch die Safe Meetup Community sind und wir gedacht haben, das ist eigentlich ein super Thema, denn diese vier Personen, die ihr hier gerade in den Bildern seht, das sind Menschen, die vor der Herausforderung standen, ihre PI-Plannings, die die organisiert haben, von vor Ort auf virtuell umzuswitchen. Und alle diejenigen von euch, die schon mal bei einem PI-Planning mit dabei waren, die wissen, wie viel Energie freigesetzt wird und welcher Spirit entsteht, wenn man sich vor Ort trifft, in einem Raum und gemeinsam das nächste Quartal plant. Und die vier erzählen uns jetzt gleich, ob dieser virtuelle Switch funktionieren kann, geben uns Tipps und Tricks mit auf den Weg. Und wir starten in eine gleich sehr spannende Talkrunde mit Anna Schnorrenberger, Vera Schoch, Ralf Warter und Dominik Stender, vier Kolleginnen und Kollegen von mir, die euch gleich ganz, ganz viel Input geben. Noch ganz kurz zu den Rahmenbedingungen. Wir setzen heute auf das Teams-Livestream-Modul, sind damit selbst auch noch nicht 100% glücklich, weil wir noch nicht in einen interaktiven Austausch mit euch kommen, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Aber für den Moment haben wir die Q&A-Section. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, dann schreibt das alles gerne dort hinein. Wir werden das in die Talkrunde mit reingeben und dann bestmöglich eure Fragen und Anmerkungen während der Runde verarbeiten. Letzter Punkt: Um 19:30 Uhr spätestens sind wir mit dem Safe Meetup für heute soweit durch. Und dann entlassen wir euch und uns in die wohlverdienten oder den wohlverdienten Feierabend, genießen die letzten Sonnenstrahlen und hoffen, dass wir uns dann bald wiedersehen. Aber bevor ich jetzt zu sehr vom Ende rede, kommen wir zurück zum Anfang. Und ich übergebe an Anna und die anderen Kollegen und ich wünsche euch erstmal ganz viel Spaß beim PI-Planning oder bei dem Thema virtuelles PI-Planning. Kann das funktionieren? Und wir hören und sehen uns später nochmal. Bis nachher. Viel Spaß.
Hi, herzlich willkommen, auch von mir. Man muss auch lernen, den Mute-Button zu drücken. Kleiner Anfängerfehler. Spannend. Ja, ich bin auch Bridging-IT-Beraterin. Ich habe ein PI-Planning in den letzten Tagen virtuell mitbegleitet als Scrum Master und auch als agiler Coach und habe auch davor schon diverse PI-Plannings mitgemacht. Das heißt, ich kann genau hoffentlich die richtigen Fragen stellen. Falls aber noch weitere Fragen reinkommen, dann nehmen wir die natürlich gerne auf. Genau. So viel zu mir. Ich würde dann gerne das Wort an den Dominik übergeben, damit er sich vorstellt kurz und vielleicht auch aus welchem Umfeld er berichtet, wenn wir heute die Fragen beantworten. Also war es das erste PIP, war es schon erfahrene Menschen, mit denen man hier in PI-Planning reingeht und so weiter und so fort. Magst du kurz ein paar Worte dazu sagen, Dominik? Das kann ich tun. Danke, Anna. Ja, hallo, ich bin Dominik. Zu meinem PI-Planning, das ist für den Art das 16. PI-Planning gewesen, meines Wissens nach das erste Remote. Ich bin selber als RTE in dem Art, allerdings erst seit Februar, von daher war es für mich mit dem Art auch das erste Mal. Und ja, so mitten in meiner Einarbeitung kam dann Corona vorbei und hat uns ins Homeoffice verbannt. Von daher war das eine ja, interessante Vorbereitung. Ja, von daher, ich glaube, wir haben gut davon profitiert, dass der Art schon PI-Plans gewöhnt waren. Ob jetzt mit mir oder meiner Vorgängerin, ist da weniger wichtig. Okay, danke schön, Dominik. Ralf, du wärst der Nächste in der Runde. Ja. Hallo zusammen, Ralf Vater hier. Ich bin seit 2014 im Safe-Umfeld unterwegs. Habe dann auch schon unzählige PI-Plannings entweder geplant, durchgeführt oder auch Leute gecoacht, um die durchzuführen. Aber die Herausforderung, ein PI-Planning virtuell zu machen, ist schon sehr, sehr groß. Ich bin gerade in der Vorbereitung. Meins fängt morgen und übermorgen, also morgen und übermorgen. Dementsprechend kann ich euch sehr viel von der Vorbereitung erzählen, aber auch von meinen Erfahrungen von bisher. Ich habe einen großen Kunden als RTE in einem Safe-Umfeld. Wir haben 7 Teams, die schon 4 bis 5 PI-Plannings durchgemacht haben, aber wir haben immer noch so ein bisschen Probleme, selbst wenn wir zusammen sind, das PI-Planning richtig durchzuziehen in der Zeit, die wir wollen und mit dem Resultat, das wir wollen. Also wir lernen dort immer noch und dann natürlich das Ganze virtuell zu machen, ist schon sehr, sehr spannend. Da würden wir jetzt gleich sprechen. Super, vielen Dank, Ralf. Und Vera, magst du kurz ein paar Worte dazu erzählen, in welchem Kontext du dich heute hier dem Interview stellst? Wir hatten mehrere Herausforderungen. Es war nicht nur das erste Remote PI-Planning, was wir letzte Woche durchgeführt haben. Es war das erste PI-Planning für unsere Sales-Organisation. Also sie stellt sich nun agil auf und wir sind gerade in der Setup-Phase. Das heißt, alle Teilnehmer haben ihr erstes PI-Planning durchlebt. Die agilen Coaches, zu denen ich auch zähle, hatten ihr erstes Business-PI-Planning und das Ganze dann eben noch mehr erschwert dazu, dass wir das Ganze remote machen mussten. Das wurde eben auch bei uns 2 Wochen vorher entschieden. Und das hat aber sehr, sehr gut geklappt. Cool. Vera, wir machen gerade weiter bei dir. Was würdest du sagen zum Thema Vorbereitung? Hast du die Agenda, habt ihr die 1:1 übernehmen können, die vorgegeben ist von SAFE oder als Empfehlung ausgegeben ist? Oder musstet ihr Änderungen machen und wenn ja, welche? Das muss man so ein bisschen differenziert sehen. Wir hatten von Anfang an unsere Agenda leicht angepasst. Wir hatten zwar auch 2 Tage PI-Planning von Anfang an geplant, aber durch das, dass es ein Business-PI-Planning war, hatten wir ganz bewusst die Agenda leicht angepasst, auch wenn wir auf solche Sachen viel Wert gelegt haben, wie beispielsweise 2 Team-Breakout-Sessions. Und als dann die Entscheidung kam, dass wir das Ganze remote machen, sind wir quasi nochmal einmal durch die Agenda durchgegangen, haben basierend auf Regeln, die wir uns selbst auch stellen, wie beispielsweise, dass ein Vorstellungsslot nicht zu lange werden darf, einfach die Agenda nochmal darauf geprüft und haben dann mehr kurze Pausen eingeplant und
sind so quasi nochmal einmal durch die Agenda durchgegangen und haben kleine Anpassungen gemacht. Aber im Großen und Ganzen ist die Agenda mehr oder weniger so geblieben, wie sie auch für das normale PI-Planning gewesen wäre. Dominik, war das bei euch auch so? Ich glaube, dadurch, dass es ein, ich sag mal, normales PI-Planning war, sind die Unterschiede schon da. Wir haben Folgendes gemacht. Wir haben in den Wochen davor, wo wir auch schon im Homeoffice waren, gemerkt, dass einfach ein ganzer Tag Telefonkonferenzen unglaublich anstrengend ist. Von daher haben wir uns relativ schnell entschieden, das Konzept von Scaled Agile zu übernehmen, was sie empfehlen für verteilte Teams, die über Zeitzonen versetzt arbeiten müssen. Also unsere PI-Planning-Tage waren von 9 bis 15 Uhr für die Teams und eben auf 3 Tage gesplittet. Und dadurch entspannte sich das von der Belastung der Leute etwas. Das war das eine, was wir geändert haben. Zum anderen haben wir den Business-Kontext und die Product and Architecture Vision, was ja am Anfang von Tag 1 kommt, haben wir nicht im Live-Auditorium gehalten, sondern da haben wir vorher Videos zu aufgenommen. Das war im Grunde eine moderierte PowerPoint mit Tonspur. Und wir haben die Videos ein paar Tage vorher an den Art verteilt. Und genau wie jetzt das Publikum hier auch diese Frage- und Antwort-Session hatte, so ein ähnliches Tool hatten wir im Vorfeld schon genutzt, dass die Leute die Fragen einstellen konnten. Und wir haben am ersten Tag die erste Stunde genutzt, um Fragen und Antworten zu besprechen zu den beiden Themen. Cool, ist ja schon ein bisschen anders so, ne? Ja. Bei uns, die grobe Struktur des Ablaufs haben wir ungefähr beibehalten. Wir haben es aber ein bisschen angepasst für die virtuelle Natur. Erstmal haben wir es ein bisschen gestreckt. Man muss wirklich sagen, man braucht schon etwas mehr Zeit, wenn man es über eine VK macht, weil man halt nicht direkt zusammensteht. Die Interaktion wird halt schon erschwert. Deswegen, was normalerweise 5 Minuten dauert, kann schon mal virtuell 10, 15 Minuten dauern. Und deswegen wollten wir den Teams so viel Zeit geben wie möglich, miteinander zu interagieren. Deswegen haben wir den Business-Kontext und ein bisschen das ganze Erklären vorgezogen. Was wir auch gemacht haben, wir haben halt versucht, so viel wie möglich zu trimmen, da es halt natürlich sehr, sehr langweilig ist, immer in einen Bildschirm reinzuschauen Menschen zuzusehen, wie sie jetzt durch PowerPoints durchschieben. Das haben wir halt versucht, so viel wie möglich runterzutrimmen und vieles schon im Vorhinein abzuklären. Also wir waren sehr, sehr beschäftigt, in verschiedene Gremien reinzugehen und zu verschiedenen Teams zu gehen, sowas wie die Priorität der Fische schon mal vorher durchzusprechen. Eins, das ihr aber auf jeden Fall nicht vergessen solltet, wenn ihr eine Agenda macht, vergesst nicht irgendwo einen Timeslot, um die Tools vorzustellen, die ihr benutzt. Ja, natürlich, jeder kennt schon MS Teams, jeder kennt schon irgendwie das Favorite Tool, das ihr benutzen wird für Jira oder irgendwas. Es gibt aber immer noch die ein oder zwei Leute, die es noch nicht geblickt haben, die nicht wissen, wo es hingeht. Kommen wir vielleicht nachher noch dazu, wie man das gut machen könnt. Aber ja, vergesst nicht, die Tools nochmal kurz vorzustellen. Wo sollte es jetzt hingehen? Das braucht natürlich viel, viel mehr Vorbereitungen, viel, viel mehr Gedanken und mehr Zeit, um das Leuten wirklich zu verbringen. Weil nicht schlimmer, wenn alle in die andere VK rüberspringen, weil sie Teams anfangen. Einer hat es nicht gewusst, wo, und der ist dann irgendwo verloren. Also passt darauf auf, denkt über solche Dinge auch nach. Was hat sich für euch geändert? Das ist schon mal ein ziemlich cooler, wertvoller Tipp. Also nicht schlecht. Vielen Dank. Das hatten wir auch eingeplant bei Veras Team in dem Sales-Pip, was wir letzte Woche hatten. Hatten wir auch so einen Slot zu den Tools. Was hat sich denn für die Teamvorbereitung so geändert? Also der Ralf hat es jetzt schon mal gesagt, ne? Sie haben ein bisschen was vorgearbeitet. Dominik, war das bei euch auch so? Habt ihr mehr im Vorhinein gemacht? Also ich und die Scrum Master haben definitiv wesentlich mehr gemacht als bei einem Big Room Planning. Da schreibt man ja üblicherweise dann abends davor die Karten und bereitet die Brown Papers vor. Das hat tatsächlich einige Tage in Anspruch genommen, immer wieder nach der normalen Bürozeit, um einfach auch Tools zu testen. Da kommen wir gleich, glaube ich, noch drauf, welche Tools wir jetzt konkret verwendet haben. Aber es war lange nicht klar, nehmen wir jetzt Teams als Videokonferenzplattform, nehmen wir WebEx.
Für die Teams selber, ich glaube, alle Teams haben den Sprint 6 vom vorherigen PI wirklich auch schon genutzt, um die Features ein bisschen besser zu refinen, als sie es sonst gemacht hätten, um sich schon mal eine grobe Struktur zurechtzulegen. Aber vom Planning selbst her, die Breakout-Sessions fanden genauso statt mit einem leeren Sprintboard, mit einem leeren Kanban-Board. Das heißt, du hättest jetzt keine explizite Empfehlung, wo du jetzt sagst, da müssen die Leute besonders drauf achten in der Vorbereitung bei den Teams, außer jetzt vielleicht ein bisschen mehr Refinement zu den Stories zu machen? Oder? Ja, was Ralf halt gesagt hat, ne? Wirklich Tools, Verständnis machen, was wir da gemacht haben. Ich habe alle Multiplikatoren, die Scrum Master und die anderen Unterstützer wirklich eine Stunde, anderthalb Stunden das mal live demonstriert, alle Werkzeuge, die wir da nutzen. Wir sind die Agenda mehrmals durchgegangen mit den POs, mit den Scrum Mastern, mit dem Program Management, dass einfach klar ist, wann sind wir wo, in welcher Telco. Genau was Ralf sagte, wir hatten 11 Konferenzen offen und es hat fast immer geklappt, dass alle zur richtigen Zeit im richtigen Termin waren. Aber das ist wirklich stetiges Wiederholen der Informationen. Sonst funktioniert das nicht. Das ist physisch, wenn man die Leute sieht, einfacher. Ja, die Erfahrung haben wir auch gemacht. Also es ist zwar schwer für uns zu sagen, was jetzt Remote-Vorbereitung war und was erstes PI-Planning ist. Es ist halt schon eine Besonderheit, wenn es das erste PI-Planning ist, weil das ist immer extrem aufwendig im Vergleich zu allem, was danach folgt. Aber auch wir hatten gefühlt 100-mal mit den Coaches unsere Agenda durchgesprochen, immer wieder überlegt, wann sind wir in welchem Kanal, machen wir den Scrum Master Sync in derselben Telco wie die gesamtheitliche Präsentation, bekommen die eine eigene Telco. Wir haben sehr viel vorbereitet, wo wir nochmal zusammengefasst haben, wo man welche Informationen findet, weil es eben nicht so ist, dass man mal schnell irgendwie sich einen Coach suchen kann, wie das normalerweise ist, den irgendwie zu sich zieht ans Board und sagt, wir finden die Flipchart-Stifte nicht oder sowas. Also das sind einfach Sachen, da muss man besser vorbereitet sein. Dementsprechend waren auch unsere Scrum Master, wie das bei Dominik der Fall war, sehr eingespannt, dass wir mit denen nochmal ein extrem langes Briefing gemacht haben. Ja, das sind so die Sachen, die uns aufgefallen sind. Die Teams haben jetzt nicht mehr vorbereitet, wie sie das sowieso gemacht hätten. Das Einzige, was die bekommen haben, schon einen Tag vorher, das so ähnlich wie das, was Ralf gesagt hat, dass wir denen halt schon mal einen Tag vorher ein paar Informationen zukommen haben lassen. Wo findet ihr nochmal ein gebündeltes Handout? Wo findet ihr die Links zu den Jira-Projekten, zu den Teams-Sessions und so weiter? Also, dass die auch da schon mal ein bisschen Vorbereitungszeit hatten. Ja, von mir. Entschuldigung, dieselbe Story, die Vorbereitungszeit ging unwahrscheinlich hoch. Also ich würde behaupten, ich kann vielleicht ein PI-Planning für das Team, wenn es vor Ort gewesen wäre, hätte es mir vielleicht 2 Tage gebraucht, um das alles vorzubereiten, alles drum und dran. In diesem Virtuellen hänge ich jetzt wirklich schon seit 2 Wochen dran, weil es halt so viel Neues gibt. Wenn ich das nächste Mal mache, wird es viel, viel einfacher werden, aber dadurch, dass man halt so viel Neues rausfinden muss, wie macht man das, welches Tool benutzen wir, dauert es unwahrscheinlich viel. Ihr könnt auch hier mal sehen, also sind so, ich hoffe, ihr könnt jetzt die Slide gerade sehen. Es sind so teilweise Auszüge aus dem, was ich jetzt vorbereitet habe. Das sind einfach bloß Listen von Videokonferenzen, die man vorbereiten muss. Ja. Vieles muss man auch niederschreiben, weil es gibt halt wirklich Referenzen, ist halt wirklich sehr schwer. Ich bin jetzt nicht da, ihr müsst halt wirklich nachlesen oder kann halt nur an einer VK drin sein. Also viel für den RTE und das Team, das hilft, das Ganze vorzubereiten. Sehr, sehr aufwendig, dass das halt das erste Mal ist. Und vieles neu gemacht werden muss. Aber auch für die Teams, also meinen Teams habe ich auch mitgegeben, sie müssen sich um einiges besser vorbereiten. Dahingehend, ja, lernt mal die Tools kennen, aber auch schaut euch die Features wirklich nochmal an, weil es wird halt um einiges schwerer, sich abzustimmen. Also jede Abstimmung, die man davor machen kann, wird sich nachher wirklich sehr auszahlen. Dinge wie Abhängigkeiten zwischen Teams, bitte besprecht die schon mal viel, viel früher, als normalerweise wird, weil ihr könntet nicht rumdrehen zum Team B und sagen, hey, was ist denn los? Das ist wirklich hin und her geschaltet zwischen Videokonferenzen, die Leute sind nicht da. Also ich würde auch sagen, für die Teams war es ein viel, viel höherer Aufwand, sich vorzubereiten. Entschuldigung, der ist gerade mein Kleiner reingelaufen. Zeigt den Leuten etwas. Sehr cool, Ralf. Wir sehen gerade eine Folie. Du hast ein paar Sachen mitgebracht, wie du das aufgesetzt hast.
Magst du da gerade noch zwei Sätze zu sagen? Ja, kann ich machen. Also das hier war, was ich sehr, sehr raten würde. Ihr werdet nicht darum umherkommen, mehrere Videokonferenzen gleichzeitig laufen zu lassen. Also in meinem Fall, wir haben wirklich eine Plenum-Videokonferenz, wo es wirklich in alle zusammen sind, drin sind. Aber dann jedes Team hat seine eigene Videokonferenz gekriegt, wie wenn sie vor ihrem eigenen Board stehen und miteinander reden können. Selbst dann die Übersichtsseite dort, dass man wirklich eine Seite hat, wo alle rein können, wo sie drauf klicken können. Sind sofort rein, hinten dran auch die Ansprechpartner. Was wir gemacht haben, außer als kleiner Tipp, ist ja das hinten Support, was echt sehr durchgestrichen ist, ich will den Namen nicht drin lassen. Wir haben jeden Scrum Master auch eine Support-Person nebenan gestellt. Das ist einfach jemand, der helfen kann, sollte es Probleme mit den Tools geben oder ich muss Person B finden, die Support-Person kann einfach mit solchen Dingen helfen, dass die sich auf ihren Job konzentrieren können. Und wir hoffen, dass es wirklich sehr wertvoll ist für diese ganze Leute. Dann haben sie halt ein kleines weniger Problem. Ich weiß nicht, ob wollt ihr noch mehr zeigen jetzt? Ich habe noch eine Frage und zwar geht das so ein bisschen an die Vera. Gab es sowas wie eine Meeting-Etikette? Also hat der RTE zu Beginn des Meetings irgendwelche Regeln geteilt, die vielleicht anders sind als das Übliche in einem PI-Planning? Ja, also vor allem in diesem Teil, in dem präsentiert wurde, hatten wir davor schon, also wir hatten das nicht so anders, wie das Dominik erzählt hatte, dass wir da irgendwie was anderes genutzt hatten. Wir hatten einfach eine ganz normale Teams-Session, da waren aber dann 60 Leute drin und wir hatten die Kollegen gebeten, wenn sie eine Frage haben, einfach die Fragen vorab in den Chat zu schreiben und dann hat das einer von den Moderatoren aufgegriffen und die Frage dann gestellt. Es wurde auch die Bitte geäußert vorab, dass man die Fragen nicht im Chat beantwortet, sondern mündlich, dass sie wirklich alle mitbekommen und der Chat übersichtlich bleibt und man keine Frage übersieht. Wir hatten einfach auch, also die Anna zeigt auch gerade die Folie, wir hatten einfach so ein paar Sachen mal vorgestellt, wie dieses Thema mit der Vorbereitung, worüber wir schon eingegangen sind, aber auch, dass wir die allgemeinen Sessions aufzeichnen. Das heißt, wenn irgendjemand die Verbindung abbricht oder solche Sachen, dass sie sich die Aufnahmen nochmal anschauen können. Also wir haben da versucht, ein bisschen auf Sicherheit zu gehen, weil man ja nie weiß, wie stabil so eine Session am Anfang ist. Und wir haben darum gebeten, das hat sehr gut funktioniert, dass nur die Person, die gesprochen hat, also derjenige, der gerade vorgestellt hat, sein Bild angemacht hat, seine Kamera angemacht hat und der Rest hatte seine Kamera aus. Das sind jetzt so die Sachen, die mir spontan dazu einfallen. Okay, cool. Hattet ihr aber sowas Ähnliches, Dominik? Wir hatten... Gute Frage. Oder war es vielleicht gar nicht notwendig, weil die alle schon eingespielt waren oder so? Also das kann ja durchaus sein. Aber ich würde jetzt mal annehmen, wenn es das erste Mal remote war, dann... Ja, was halt schon war, die Scrum Master, ähnlich wie das, was Ralf sagte, die hatten noch ein bisschen mehr eine Herausforderung mitzubekommen, was in welchem Team passiert. Haben ständig die Konferenzen gewechselt. War, glaube ich, noch extrem anstrengend. Und wir haben, was wir technisch gemacht haben, wir haben einen eigenen Teams-Space für das PI-Planning bestellt, sozusagen, und hatten pro Team einen Kanal. Das heißt, jedes Team hatte einen Chat-Kanal, hatte eine Dateiablage, hatte eine Videokonferenz, hatte ein Wiki. Und dadurch wurde das schon relativ mit vertrauten Mitteln einfach gearbeitet. Wir haben hier eine Frage aus dem Publikum. Der Christian fragt, wie tauschen sich die Teams untereinander aus? Hatte dann jedes Team eine eigene Webkonferenz und ist das dann auf einer Wiki-Seite zu finden? Ich würde das gerade direkt beantworten. In meinem Fall war es tatsächlich genau so. Also der Art hat 7 Entwicklungsteams. Wir hatten 7 Wiki-Seiten plus einen eigenen Bereich für Program Management und Product Owner plus einen für den RTE und die Scrum Master plus einen allgemeinen Bereich. Also zusammen waren wir jetzt 11 Teams-Kanäle.
Und jeder Kanal hatte ein Wiki mit der Agenda verlinkt. Also im Wiki stand die Agenda. Hinter jedem Agenda-Punkt standen die Konferenzlinks. Die kann man aus den Outlook-Einladungen einfach kopieren, die URL, und reinpasten. Das funktioniert. Und Dokumentation fand im Wiki statt. Und wenn jetzt ein Team eine Abhängigkeit zu einem anderen Team entdeckt während der Breakout-Sessions, dann war tatsächlich der Modus operandi, dass ein Teammitglied die eigene Konferenz verlässt, in die andere Konferenz vom anderen Team reinhüpft und fragt, ob man kurz mal reden kann. Dann treffen sich die zwei entweder in einem eigenen Chat oder der Kollege aus dem externen, aus dem zweiten Team kommt mit in die Videokonferenz rein. Und darüber hat das relativ gut funktioniert. Okay, war das bei euch auch so, Vera? Oder wie seid ihr mit Besuchen in den anderen Teams umgegangen? Weil es gibt ja sicherlich mal die Momente, wo man sich austauschen muss. Davon zählt und ja, lebt das PI-Planning ja. Wir haben es ähnlich und doch etwas anders gemacht. Ich war nicht bereit, ein neues Teams irgendwie zu beantragen für ein PI-Planning, weil ich fand das irgendwie nicht so glücklich, weil das dann gegebenenfalls wieder gelöscht wird, dann gehen die Daten verloren. Also haben wir uns dazu entschieden, dass wir die Dokumentenablage und alle Informationen, also sowas wie ein Wiki, welche Conference-ID hat welches Team, das habe ich einfach in den normalen Sales-Teams-Kanal vorab reingehängt. Da kann die Anna später auch mal ein Foto zeigen. Und dann haben wir einfach die normalen Teams-Konferenzen genutzt und einfach den Chat, der dabei ist. Das heißt, die Scrum Master hatten beispielsweise ihren Scrum Master Sync in einem speziellen Scrum Master Conference Call und dann haben die auch gleich diesen Chat mitgenutzt. Das heißt, wenn es irgendwie einen Austauschbedarf gab von dem Marketing-Team mit meinem Account-Team, dann hat beispielsweise der Kollege einfach reingeschrieben, Vera, wir haben hier einen Redebedarf bezüglich Marketingaktivitäten. Kannst du mal bitte ein Teammitglied vorbeischicken? Also ich war auch gleichzeitig Scrum Master von einem Team und Agile Coach, muss man noch dazu sagen. Mehrere Rollen, ging halt nicht anders. Aber da hat man sich einfach so in diesem Scrum Master Chat ausgetauscht und das hat sehr gut funktioniert. Und gleichzeitig fand ich das sehr schön, dass wenn jemand Redebedarf hatte, dann konnte das auch mal sein, dass irgendjemand in der Konferenz aufgeploppt ist, gesagt hat, hey, ich habe Redebedarf, kann ich jetzt kurz unterbrechen oder soll ich in 5 Minuten wiederkommen? Da war sehr viel Eigendynamik, bei der wir unglaublich viel Angst davor hatten, dass sie nicht funktioniert und dass die Leute das nicht wahrnehmen. Und am Ende hatten wir uns um Sachen Sorgen gemacht, die Leute einfach perfekt für ein sich ganz intrinsisch motiviert gelöst haben. Der Tobi hat noch die Frage, also die habe ich zwar schon so halb gestellt, aber vielleicht nochmal im Detail. Wenn er als RTE, PM, Architekt, wie auch immer, in allen Teams irgendwie unterwegs ist, stört er dann nicht, wenn er sich einfach in eine Session einwählt? Was ist da so die Erfahrung von euch? Also bei uns sind die einfach reingekommen. Das hört man ja erstmal nicht. Man sieht, dass das Bild auf einmal auftaucht. Manchmal haben sie eine Weile zugehört. Wenn sie dann nichts zu sagen hatten, sind sie auch wieder rausgegangen. Das war das erste Mal, als man so ein bisschen so, oh, was ist da? Aber eigentlich hat es nicht gestört. Und auch dieses, dass man sich dann kurz austauscht und sagt, habt ihr gerade Zeit oder geht es später? Das macht man ja auch in einem normalen Team, wenn man sich vor Ort trifft. Also hat nicht gestört, zumindest uns nicht. Das war bei uns ähnlich, also Program Management und auch die Architekten, die sind ja ständig in den Konferenzen hin und her gesprungen und haben sich eingewählt, waren stumm geschaltet und haben einfach im Chat, im Text-Chat dann kurz geschrieben, ich bin jetzt da, habt ihr Fragen? Und irgendjemand hat es immer gesehen und dann reagiert und das anmoderiert oder beziehungsweise die aktuellen Gespräche dann unterbunden. Okay, Ralf, du hast es ja noch vor dir. Ja, wir haben einen Plan, also auch, dass Menschen teilweise direkt in die VKs mit reingehen. Aber hauptsächlich haben wir gesagt, wenn ihr jemand braucht, bitte den Menschen anschreiben, aber halt mit Ad-Name, dass halt wirklich aus unten hochpoppt. Und wenn ihr schon im Chat von dem Team drin seid, das ist ein echt guter Tipp. Also wenn ihr eine VK, jede VK hat ihre eigene Chat, wenn ihr da einmal was reingeschrieben habt, kommen sie bei euch auch im Chat-Window hoch. Könnt ihr dann auch direkt reinschreiben, dann sieht es nicht bloß eine Person, sieht das ganze Team, wenn sie den Chat auf hat, das ist wirklich ganz nützlich. Kann irgendwas entfallen. Wird noch kommen. Dann stelle ich direkt die nächste Frage rein. Der Daniel fragt, sollte in einem A, jetzt postet jemand was. Entschuldigung. Ja, wenn nicht so schlimm, wo ist sie? Sollte in einem selbstorganisierten Team nicht das Team selbst die Etikette und die Hausregeln festlegen?
Was, Ralf, du, da du gerade live bist, wie siehst du das? Was wäre deine Empfehlung? Ja, klar. Die Frage ist halt, hat man genügend Zeit, hat sich darauf vorzubereiten. Man muss aber auch sagen, klar, wenn ihr die Zeit dazu habt, das vorher rauszuarbeiten für eure normalen VKs, ja, bitte macht es. Allerdings für so eine große Veranstaltung gibt es dann doch noch mal ein paar andere Meetings, wie bitte schaltet euer Video aus, weil wir halt so viele Leute sind. Oder Dinge wie, wir haben es jetzt so gemacht, weil es halt so eine große Gruppe ist, wenn wir eine Frage stellen, eine Ja-Nein-Frage oder eine Positiv-Negativ-Frage, wenn jemand antwortet, nehmen wir an, dass alle positiv gestimmt sind. Also wir wollen nur die negativen Stimmen hören. Da muss man sich schon mal überlegen, ihr redet nicht bloß mit 2, 3, 4, 5 Leuten oder 10 Leuten, ihr redet wirklich mit teilweise 50, 100 Leuten, speziell für diese anfänglichen. Deswegen würde ich auf jeden Fall nochmal drüber schauen, die angepasst werden müssen. Oh, häng ich? Ich hoffe, ihr könnt mich noch hören. Anna ist stumm, glaube ich. Was würdest du zu dieser Etikette sagen, Vera? Ja, also bei uns ist es genauso zu dem Thema. Also wir hatten uns ja nur allgemeine Regeln überlegt für die gemeinsame Session und jedes Team darf natürlich dann für sich individuell entscheiden, wie sie arbeiten und wie sie interagieren. Aber dennoch, wenn 70 Leute zusammen in einem Team-Session sitzen sozusagen, dann braucht man Regeln, sonst funktioniert es nicht. Okay, jetzt mal Tacheles, damit wir auch noch mal ein paar Bilder sehen können. Wie habt ihr das denn umgesetzt? Was war denn dann in den Breakout-Sessions oder wie? Oder na, fangen wir mal anders an. Wir haben ja erstmal ganz viele Vorträge, wo wir ordentlich zuhören, aktiv zuhören müssen, Aufträge mitnehmen, als Teammitglied ja, bei der Stange behalten müssen. Wie hält man die Menschen am Monitor? Ne? Also wie stellt man sicher, dass die tatsächlich zuhören, aktiv bleiben? Soll ich direkt antworten? Klar. Möchtest du da vielleicht ein, zwei Bilder zeigen? Also wir hatten, also bei uns war unser Moderator, unser RTE hat das super gemacht, das muss man einfach sagen, von Anfang an. Der hat immer wieder richtig Stimmung gemacht. Der hatte sich zu Hause mit 3 Bildschirmen, einer physikalischen Wand einfach so ein paar Dinge überlegt, um, ja, da sieht man den Liegestuhl. Einfach so ein paar Dinge überlegt, um auch mal einen Lacher zu bringen, um es ein bisschen aufzulockern. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir nicht alles in reiner Präsentation, Vortragsmodus machen, sondern wir hatten zwischendurch auch so eine Art Interview. Also da ging es um ein essentielles, wichtiges Feature für das nächste PI. Das haben wir quasi so ein bisschen im Interview-Charakter vorgestellt. Das ging jetzt ganz gut, weil wir ein Business-PI-Planning hatten. Da muss man sich halt so ein paar Sachen überlegen. Und das andere, was ich vorhin schon gesagt habe, war dieses Thema mit den Pausen. Also wir haben wirklich nach 1,5 Stunden immer eine kurze Pause gemacht. Da ist der Vorteil, wenn man remote das Ganze macht, dann kann man auch mal eine 5-Minuten-Pause machen. Und nach 5 Minuten sind 60 Leute auch wieder im Call. Und das sind so die Sachen, die ganz gut funktioniert haben und die auch so diese Interaktion ermöglicht haben. Und auch das, dass die Leute zugehört haben. Am Ende war das, glaube ich, das Wichtigste. Und wenn ich gerade noch mal nachsetzen darf, der Florian fragt, wie wir das Gefühl unterstützt haben, damit das zusammenkam. Da kann der Mirko vielleicht mal das andere Bild einblenden. Genau. Das war so eine Idee, die ist uns irgendwie am Abend vor dem PI-Planning gekommen. Und zwar dieses, naja, eigentlich wollten wir abends nach dem ersten PI-Planning alle zusammen essen gehen. Und das Geld sparen wir uns jetzt. Und dann hat irgendjemand, glaube ich, erstmal so aus dem Spaß heraus gesagt, es wäre doch total cool, wenn alle zusammen trotzdem remote essen würden. Komm, lasst uns doch einfach Pizza bestellen. Also jeder soll Pizza bestellen für sich und seine Familie und dann essen wir zusammen. Und dann haben wir erst darüber gelacht und dann haben alle so ein bisschen darüber nachgedacht und am nächsten Tag morgens meinte dann unser Product Management, komm, wir machen das, ist doch total witzig. Und dann haben wir in so 2 Stunden vor Ende des PI-Plannings nochmal die Aufforderung in die Runde geschickt, hey, bestellt doch alle für 18 Uhr Pizza und dann treffen wir uns im selben Teams-Kanal zum Essen. Und wie man oben auf dem Bild sehen kann, haben das auch ganz, ganz viele Kollegen wahrgenommen, dass sie sich Pizza bestellt haben und sich in die Teams-Session eingewählt haben und dann konnte man einfach noch ein bisschen quatschen. Da sind also sogar Familienmitglieder zu sehen oder sehe ich das falsch?
Ja, genau. Also die Kinder fanden es sowieso total cool, weil wann passiert es schon mal, dass man bei einem Termin vom Papa oder von der Mama auf einmal ins Bild laufen kann und irgendwas sagen darf und alle lachen und alle finden es lustig und man hat Zeit dafür. Also die Kinder waren super begeistert, haben sich dann auch gefreut, wenn sie irgendwelche Kollegen wiedererkannt haben, die sie auch von anderen Events kennen oder von gemeinsamen Abenden. Das war sehr, sehr lustig und hat nochmal so einen ganz, ganz schönen Spirit mitgebracht. Was wir noch gemacht haben, ist, über die Mittagspause haben wir einfach die Teams-Session immer angelassen, also die gemeinsamen Conference-Call hatten wir immer angelassen und konnten sich die Leute auch während ihrer Mittagspause einfach einwählen. Dann hat man ein bisschen Blödsinn gequatscht, mal an der einen oder anderen Stelle. Da ging es dann wirklich darum, das aufzulockern, eben nicht immer nur super ernst über die Themen zu sprechen, sondern auch mal irgendjemand zum Geburtstag zu gratulieren oder zu fragen, was da für ein komisches Bild im Hintergrund hängt, zum Beispiel. Okay, also die Frage ist immer noch dieselbe. Wie habt ihr das Wir-Gefühl hingekriegt, Dominik? Habt ihr auch sowas gemacht wie gemeinsames Pizza-Essen, was ja eine ziemlich coole Idee ist? Dadurch, dass unser PI-Planning so gegen 15 Uhr geendet hat, haben wir aufs Abendessen dann verzichtet tatsächlich. Naja, also wir haben ein paar Dinge gemacht, wie wir hatten eine virtuelle Kaffeeküche. Das war nichts anderes als der 11. Videokonferenzkanal, der einfach die ganze Zeit da war und wenn jemand sich mal ausklinken musste oder wollte und einfach mal über was anderes reden wollte als über Post-it-Karten. Dann war das die Anlaufstelle. Wir haben darauf geachtet, dass die Leute Pausen machen. Das war Teil meiner Etikettenempfehlung für die House Rules für das PI. Es war tatsächlich, achtet darauf, dass ihr Pausen macht. Und kein Agenda-Punkt war länger als 1,5 Stunden. Und dadurch kriegt man es dann schon so ein bisschen hin, dass die Leute konzentriert bleiben, weil sich immer wieder das Thema wechselt. Aber den Social-Aspekt haben wir dann darüber gemacht, dass wir gesagt haben, hey, 15 Uhr Feierabend, außer gut, POs und PMs mussten etwas länger bleiben, wie das halt so ist. Aber den anderen Kollegen haben wir dann die Sonne gegönnt und gesagt, hey, entspannt euch, tankt eure Batterien wieder auf und morgen geht's weiter. Okay, ich habe da noch eine Frage, weil ich habe das jetzt schon ein paar Mal gehört, Pause. Vera sagte irgendwas alle 1,5 Stunden. Wie lange habt ihr denn Pausen gemacht? Habt ihr immer eine Viertelstunde, immer 5 Minuten? Was war so das Gängigste und was könnt ihr auch empfehlen? Und, sorry, ich bin noch nicht fertig mit meiner Fragestellung. Waren die Leute auch wieder pünktlich da? Also wie war das mit der Disziplin? Weil das stelle ich mir schwer vor. Ja, ich hatte es tatsächlich auch ein bisschen Befürchtung, dass das mit den Pausen klappt. Die Agenda selbst hatte außer der Mittagspause keine geplanten Pausen. Das war bei uns schon so. Mittagspause war ungefähr 1 Stunde lang, zwischen den Tagen ein bisschen unterschiedlich. Aber ansonsten 8:45 Uhr Start, 9 Uhr der erste Agendapunkt und dann von 12 bis 1 circa die Mittagspause und dann eben bis 15 Uhr. Und dazwischen haben wir dafür gesorgt, wenn ihr euch einen Kaffee holen müsst, dann tut das einfach, weil es ist eine Breakout-Session und wenn wir jetzt einen mit dem Team vor einem physischen Board stehen würden, dann geht man auch mal kurz in die Küche und holt sich einen Kaffee. Das ist da genauso. Also wir haben jetzt keine Extrapausen eingeplant, aber die Tage waren eben kürzer. Okay, Ralf, hast du das bei dir jetzt auch schon so eingeplant, das mit den Pausen? Oder schnappst du dir jetzt die Idee mit dem Pizza-Essen am Abend? Ja, kurz Mittagessen. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also ich glaube, die Idee, die würde ich mir stellen für das Mittagessen, dass wir wirklich dann sagen, bringt einfach euer Mittagessen vor die Kamera, wenn Sie nicht gerade draußen in der Sonne sitzen wollen. Das kann man auch verstehen. Ansonsten, ja, Pausen sind sehr, sehr wichtig, wenn man weiß, wenn man 1 Stunde in eine Videokamera reinstarrt und dort irgendwelche PowerPoint-Slides vorbeiziehen sieht, da fällt man wahrscheinlich fast schon, fängt man fast schon an zu schlafen. Ich würde sie aber vielleicht öfters, aber kürzer halten. Also lieber alle 1 Stunde vielleicht mal eine 5 Minuten Pause einlegen, dass man halt wirklich mal kurz auf die Toilette gehen kann oder eine Tasse Kaffee holen kann. Das für mehr zu machen, muss aber halt auch in den Fluss rein, was gerade wo man jetzt gerade ist, muss es halt auch mit reinpassen. Und Team Breakouts, genau wie der Dominik gesagt hat, also ihr habt einen 2, 2,5 Stunden Block. Wenn er Pause machen wollt, dann macht er Pause. Also da seid ihr groß genug, sowas rauszumachen. Muss aber das immer gemeinsam ist, muss halt machen. Für mich ist es auch ein bisschen wie, haben versucht, ein bisschen einen Rhythmus so zu kriegen, dass wir Teile gemeinsam machen, dann Teile getrennt, dann wieder gemeinsam zusammenkommen, dann wieder getrennt und wieder gemeinsam machen.
um dieses Wir-Gefühl, wie es jemand gesagt hat, ein bisschen herbeizuführen. Das große Problem haben wir nicht, weil die Teams kennen sich schon gut, die haben es schon früher gemacht, aber ja, dass man nicht ganz so vereinsamt vorkommt, wenn man jetzt bloß mit seinem Team nach VK ist und sich wundert, wo sind die ganzen anderen. Hilft auch gut für Synchronisierung, glaube ich. Was ich ganz witzig finde, das kann ich vielleicht auch mal teilen und nicht nur Fragen stellen. Wir hatten bei uns im Mittagessen, haben wir den Slot offen gelassen, also den Teams-Call, der lief die ganze Zeit und jeder kam irgendwie immer wieder rein. Das gab einfach witzige Situationen und Mirko hatte irgendwann mal gesagt, wir machen dann den Grimme-Preis für die Mittagspause, für das Entertainment. Wir haben getanzt, wir haben gesungen, es war wirklich super witzig. Meine 17-jährige Katze hat dazwischen miaut, also die Kinder kamen. Das hilft total für dieses Wir-Gefühl, dass die Leute reinkommen können in der Mittagspause, aber nicht müssen. Das ist so ein bisschen meine Erfahrungswelt. Ich sehe, dass wir eine Frage haben von Daniel. Wie unterscheidet sich virtuell die Arbeit vom Scrum Master und Agile Coach? Agile Coach erscheint mir sehr schwierig in dem Umfeld. Ich glaube, das ist mal eine Frage für die Vera, weil sie gerade vorhin schon gestanden hat, dass sie beides war im Planning. Also ich hatte das Glück, dass ich Scrum Master in einem Team war, das sehr, sehr gut funktioniert. Also auch wenn jetzt das agile Arbeiten neu ist, ist das Team sehr gestanden, extrem gut organisiert, hat einen super Product Owner. Das heißt, die waren nicht unbedingt die ganze Zeit auf mich angewiesen. Also konnte ich auch meine Rolle als agiler Coach wahrnehmen. Und es war so eine Mischung aus, ich bin auch einfach mal in eine Session reingesprungen, wenn ich das Gefühl hatte, oh, da könnte gegebenenfalls Fragen aufkommen. Oder wenn jemand geschrieben, also wir hatten das davor schon angekündigt, wenn jemand Probleme hat, dann kann er sich gerne an die agilen Coaches wenden. Und das haben die Teams auch wirklich genutzt. Also die sind, dann hat mich irgendjemand angeschrieben, Vera, wir verstehen gerade irgendwas nicht, wo finden wir ein Dokument oder irgendwelche Informationen sind auf einmal verloren gegangen. Das eine Team reagiert nicht bei solchen Sachen. Dann haben sie mich einfach dazu geholt, habe die unterstützt. Das hat für die Situation, wie wir sie hatten, eigentlich relativ gut funktioniert. Cool, vielen Dank. Ich würde jetzt gerne mal so ein bisschen noch in die Toolings mit rein einsteigen. Ganz kurz, kann ich ganz kurz was dazu sagen? Ja, klar. Also was wir da auch gemacht haben, ja, das Problem, also Scrum Master kann ich es gerade nicht beantworten, aber agiler Coach, ich glaube für die Scrum Master nicht so viel, außer dass es nicht virtuell ist, klar, und dass nicht die Kurzabstimmung mit anderen wird sehr schwierig. Wegen dem Coaching, was ich gemacht habe, habe ich vorher schon mal gesagt, wir haben wirklich eine Support-Person zu diesen Teams beigestellt und das sind normalerweise also Menschen, die schon recht erfahren sind. Also wir haben zum Beispiel unseren Requirements Engineer, unser Anforderungsmanager, der sitzt in einem Team mit drin, der ist schon sehr, sehr erfahren. Das ist so der generell von den ganzen Art, der Requirements Manager, der sitzt in einem Team mit drin. Da haben wir noch unseren Release Manager, das haben wir auch noch, der ist aber auch sehr, sehr gut, sehr, sehr bewandert im Agilen. Und die haben wir bei den Teams mit drin sitzen, dass halt wirklich jemand da ist, der A, mit diesen Tool-Fragen helfen kann, B, wo finde ich was helfen kann, aber auch C, der die Methode kennt, der eigentlich weiß, wann man was machen sollte und wie man denn eigentlich jetzt das ganze Planung durchführt, um diese Unterstützung zu geben. Und im schlimmsten Fall wissen die dann auch, wie sie an mich rankommen, weil ich bin auch der Coach für diesen Train, dass halt wissen, wie man mich rankommt und mich reinziehen kann. Also so ein bisschen diese Support-Person, fand ich ganz gut für Teams, die jetzt halt noch nicht ganz so sicher auf ihren Füßen stehen, wo man denkt, ja, die können ein bisschen Hilfe gebrauchen. Super, vielen Dank, Ralf. Und dann greife ich doch gleich mal die Frage von Hans Keller auf, Richtung Tooling. Ne? Also ich glaube, das interessiert ja jeden, wie haben wir das gemacht, weil das Kleben von Post-its auf einem Flipchart oder Brown Paper ist irgendwie schwer, wenn wir alle zu Hause im Wohnzimmer sitzen. Also habt ihr Erfahrungen gesammelt mit virtuellen Whiteboards und ähnlichem, also solche, bei denen man gemeinsam zugreifen kann und nicht als Screensharing? Ich habe den Mirko gebeten, den Dominik oder Dominiks Tool in den Hintergrund zu nehmen. Von daher, Dominik, erklär du doch mal dein Tool oder dein technisches Setup. Okay, also der Art arbeitet wie so viele im Normalbetrieb mit Jira als Task-Tool mit den Kanban-Boards etc. Ich denke, das kennen alle. Wir haben uns bewusst entschieden, das MPI-Planning nicht auf Jira-Basis zu machen, einfach weil Jira hat immer einige Pflichtfelder, die man ausfüllen muss etc. Und dadurch ist man vielleicht nicht so schnell, wie man wäre, wenn man Post-its ausfüllt.
Was wir hatten, ist WKAN. Das ist, wenn jemand Trello kennt, das ist eigentlich ein Open Source Trello-Klon, wo man sehr schnell ohne Pflichtfelder, ohne irgendwas Post-its kleben kann. Und was ihr hier jetzt gerade seht, ist mein Template für das Program Board, wo eben teamübergreifend die Feature-Fertigstellung in den Sprints dargestellt wird. Und ich habe das tatsächlich genau so, also es ist natürlich ein bisschen anonymisiert aber oder inhaltsbefreit, aber ich habe das genau so den Teams gezeigt, dass wir sagen, wir haben oben eine Swimlane, die erste Zeile für die Meilensteine, wo dann das Programmmanagement die Meilensteine des Programms abgelegt hat. Die Sprints mit Daten und kurzem Hinweis, gibt es Feiertage oder nicht. Das kam aber erst durch eine Idee eines POs während des Plannings, die Idee mit den Daten. Also auch da Inspect and Adapt. Aber der Kern der Sache ist tatsächlich diese weißen Karten, wo wir sagen, okay, das sind Features und jedes Team hat eine Zeile im Program Board und kopiert die Feature-Karte aus ihrem eigenen Teamboard. Das sehen wir vielleicht nachher noch, aber jetzt können wir das hier erstmal zu Ende machen. Kopiert die Feature-Karte in die Swimlane von ihrem Team in den Sprint, wo sie ihre Arbeiten abgeschlossen haben. Eine Konvention habe ich vereinbart. Features kriegen immer dieses gelbe Label, einfach damit man auf den ersten Blick sieht, das ist ein Feature. Auf dem Programmboard ist es nicht ganz so kritisch, weil es fast nur Features sind. Aber die zweite Spielregel war eben, wenn ein Feature eine Abhängigkeit hat, kriegt es auch noch dieses orangene Label für die Abhängigkeit. Und wenn ihr auf den Text schaut, bei diesem Feature in der Mitte in Sprint 3, das Feature ist abhängig von einer API-Zulieferung aus Team E. Und dazu gibt es diese pfirsichfarbene Karte in Sprint 2, wo wir dann eben eine Karte von Team E in die Spalte von Team E, Team C schieben, um einfach zu sagen, Team E wird erst in Sprint 2 fertig, also können wir erst sinnvoll in Sprint 3 fertig werden. Das sind so Abhängigkeiten, die man normalerweise über diese roten Bindfäden löst, wenn man ein physisches Board hat. Und ja, digitale Konnektoren hat das Board nicht, das haben wir dann über diese Karten gelöst. Das lief ganz okay, war aber, glaube ich, der Teil, der den Scrum Mastern mir auch die meiste Zusatzarbeit abverlangt hat, um das konsistent zu halten. Dominik, weil ich weiß, dass es gerade passt, hattet ihr auch die Situation, dass ein Scrum Master mehrere Teams unterstützt hat oder ein Product Owner mehrere Teams unterstützt hat? Und also das ist die Frage, aber ich nehme mal an, wie seid ihr damit umgegangen, dass er nicht gleichzeitig im selben Channel sein kann, im selben Team sein kann? Also wir haben 7 Teams und für das PI-Planning 4 Menschen in der Rolle des Scrum Masters, also Team Support. Also ein Scrum Master hat 3 Teams, ein weiteres Scrum Master hatte 2, die anderen jeweils 1. Das ist natürlich immer ein Bottleneck und für die Scrum Master war es sehr schwierig mitzubekommen, wie die Stimmung im Team ist, weil sie alle paar Minuten die Konferenz wechseln. Das Glück im Unglück, glaube ich, was wir da haben, ist, dass die Scrum Master das natürlich, das war jetzt nicht nur im PI-Planning so, sondern das ist in den Sprint-Plannings etc. auch so, dass die Teams gewohnt sind, auch mal die Hälfte vom vom Sprint-Planning beispielsweise alleine zu machen, ohne Scrum Master dabei. Mhm. Aber ja, das ist schon ein ständiger Kontextwechsel und dadurch geht auch manchmal was ein bisschen verloren. Ich habe halt immer versucht, als RTE in eine Konferenz zu gehen, wo gerade kein Scrum Master da ist, um das darüber ein bisschen aufzufangen. Aber es ist eine schwierige Situation. Genau. Bevor ich die Frage weitergebe, bleiben wir gerade nochmal bei dir, Dominik, weil hier noch eine Frage dazu kommt. Und läuft das Open Source Trello, es heißt übrigens WKAN, das ist oben der Hashtag, und läuft das Open Source Trello dann live, also im Sinne von, dass alle Updates immer gleich da sind? Ja, also von der Struktur her, was ihr hier seht, ist das Program Board, das gibt es natürlich einmal. Daneben hatte jedes Team ein eigenes Teamboard.
Aber ja, es ist so, wenn ich jetzt an meinem Computer eine neue Karte auf das Board lege, dann würdet ihr das auf eurem Computer auf demselben Board auch sehen, mit ein bisschen Verzögerung. Also die Updates funktionieren relativ real-time. Was wir allerdings gemacht haben, einige Tools waren im Intranet. So gesehen waren wir alle übers VPN verbunden, was ein bisschen Risiko war. Wir haben tatsächlich dann relativ schnell gelernt, dass es für die Bandbreite von Teams besser ist, wenn wir zum Beispiel die Videokamera ausmachen und auch nicht jeder das WKAN-Board aufhat, sondern ein Mensch shared das und vielleicht noch 3-4 andere bearbeiten das aktiv, dadurch eben die Last ein bisschen reduziert. Aber es funktioniert in Echtzeit sehr gut. Okay. Cool. Vera, was haben denn eure Teams für Tools benutzt für das Program Board? Wir haben, also für die Teams hatten wir Microsoft Whiteboard benutzt, also dass die Teams irgendwie die Möglichkeit haben, eine Art Post-its zu schreiben. Wir hatten uns eben auch dazu entschieden, das nicht direkt im Jira zu machen. Also manche Teams haben ihre Sachen gleich ins Jira dann überführt. Das ist das eine. Und das Program Board, dazu haben wir uns ganz anders entschieden, weil wir gesagt haben, wir kriegen das auf keinen Fall digital hin. Das erste Mal ist das alles ein bisschen anders, ein bisschen chaotischer. Dann haben wir uns dazu entschieden, einmal, dass die Scrum Master alle Abhängigkeiten zentral melden. Und die gemeldeten Abhängigkeiten hat der RTE dann auf ein physikalisches Board aufgemalt, also dass wir tatsächlich nachher Schnüre hatten. Jetzt zeigt gerade der Mirko aber das Team-Whiteboard. Also da sieht man, wie wir das aufgebaut haben mit Microsoft Whiteboard. Dass wir haben halt im Hintergrund ein Bild gelegt, dass wir so eine Tabelle hatten mit den Sprints April, Mai, Juni und hatten dann für jedes Feature eine Swimlane gebastelt. Das ist jetzt halt einfach auch wieder Business PI Planning, deswegen 4 Wochen Sprints, deswegen die Swimlanes für die Features. Das muss man natürlich dann immer ein bisschen individuell anpassen. Ich fand es auf der einen Seite ganz cool, dass wir ein Whiteboard hatten. Auf der anderen Seite ist Microsoft Whiteboard jetzt nicht gerade das. Also wir waren nicht so super happy damit, weil man dann irgendwie hatten irgendwie Probleme, Texte in diese Kacheln reinzukopieren, wieder rauszukopieren. Aber per se hat man die Möglichkeit, dass mehrere Personen da gleichzeitig drauf arbeiten können. Und damit war es für die Situation ganz okay. Und dann kann der Mirko gerade noch das Bild zeigen von unserem Program Board. Das ist genau, das kannst du einfach zeigen, wo Peter im Liegestuhl sitzt. Genau. Also hier sieht man nochmal im Hintergrund das tatsächliche Program, das tatsächliche Abhängigkeitsboard, so wie wir es aufgebaut haben, so wie wir es kennen. Nicht digital, einfach hands-on, wie es für uns dann in dem Moment am einfachsten war. Cool. Da sieht man auch Abhängigkeiten, ne? Genau, da sieht man auch die Abhängigkeiten, so wie das üblich ist, also man sieht die Teams, die Sprints und die Abhängigkeiten. Vielleicht nochmal eine Ergänzung, weil ich es jetzt gerade noch im Chat irgendwo gesehen habe, zum Thema Microsoft Whiteboard, warum wir uns dazu entschieden haben. Ich bin ein sehr großer Verfechter von Miro, dem Tool, aber das ist bei uns in der IT nicht zugelassen, aufgrund irgendwelcher Sicherheitsbedenken. Ich weiß nicht, wer das kennt, das ist halt nochmal ein bisschen intuitiver. Microsoft Whiteboard hat uns da halt sehr daran erinnert, deswegen fand ich es ganz cool. Aber man muss wirklich sagen, von den Funktionalitäten sollte man es vorher gut testen und auch die Scrum Master oder die POs sollten sich damit auch mal ein bisschen länger beschäftigt haben, um zu verstehen, wie es funktioniert. Okay, cool, danke. Ralf, wie habt ihr das geplant für euer Planning? Ziemlich gleich wie die Vera, also kannst du ja auch hier sehen, wir haben auch das Microsoft Whiteboard benutzt, nicht weil ich jetzt ein riesen Fan davon bin, es ist einfach ein Tool, das da ist, das schon in der Firma genehmigt wurde. Seid vorsichtig, wenn er rausgeht und Miro oder es gibt 50.000 Tools, die ihr natürlich verwenden könnt, die wahrscheinlich besser sind als Microsoft Whiteboard, aber seid auch darüber bewusst, dass es halt auch Restriktionen gibt. Ja, IT ist halt nicht so glücklich, wenn jetzt irgendwas draußen in der Cloud gespeichert wird, dass ja wirklich schon Unternehmensdaten sind. Also seid vorsichtig, dass ihr da euch nicht in eine legale Falle reintretet. Deswegen sind wir auch bei Microsoft Whiteboard geblieben, weil es war schon ein Tool, das da war, ist genehmigt, können wir benutzen.
Gleicher Grund, warum wir auch Jira hätten wir auch benutzen können, aber wie, glaube ich, Dominik und Vera schon gesagt haben, es ist halt teilweise nicht so intuitiv zu benutzen, wie man sich eigentlich denkt. Und wir wollten eigentlich dieses, wir stehen vor einer großen Wand, wo wir Zettel draufkleben, so weit wie möglich behalten. Deswegen haben wir jetzt sowas uns entschieden. Also wie ihr seht, wir haben es halt auch für jedes Team. Und die Idee habe ich auch von der Vera gestohlen. Wirklich der Hintergrund, also das ist ja diese blau schraffierte, ich ein PowerPoint gemacht, macht einen Screenshot in Microsoft Whiteboard reingepastet, großgezogen und hinten an den Hintergrund fest gemacht. Und dann kann man da wirklich wunderbar Sachen draufziehen. Es fühlt sich wirklich so an, als ob man vor einer Wand steht. Und wir hatten uns so entschieden, dass wir eigentlich wirklich eine riesige Leinwand machen, wo wirklich alle Teams gleichzeitig drin sind. Natürlich wird man da ein Problem kriegen mit zu vielen Benutzern gleichzeitig drin, wenn da jetzt wirklich jeder in 50, 60 Leute drin sind. Deswegen haben wir eigentlich nur den Scrum Master und den Support-Leuten Zugriff gegeben zum Schreiben und die teilen dann dieses Board über ihre Video, über normales Screensharing mit dem Rest. Also dahingegen, da brauchen dann nicht so viele Leute da drin. Aber das Schöne ist, da kann man dann wirklich alles drin abbilden, also das Feature Board oder auch das Risk Board oder was auch immer es einfällt. Ganz klein können das sein. Wir haben auch die ganzen Features reingepastet, dass man wirklich Copy and Paste machen kann. Die Daten, wann immer unser PR-Planning ist, können wir reinmachen. Dahin geht es richtig gut. Ich hoffe bloß, dass die Performance genauso gut sein wird. Und wir haben dann auch noch zusätzlich ein paar Microsoft Teams Features genutzt. Also wir haben teilweise den Planner benutzt, um so einen Kalender zu machen und andere Dinge zu verwalten und auch das Wiki davon. Obwohl, vom Wiki möchte ich eigentlich abraten. MS Teams Wiki ist nicht so super toll. Da sind wir zum Schluss hingegangen und haben eine Word-Datei eingebunden, weil das Wiki löscht man relativ schnell. Das eine, was ich vielleicht auch noch sagen möchte, ist, dass wenn ihr sowas vorbereitet, überlegt euch auch einen Plan B, was passiert, wenn das Tool an dem Tag ein bisschen zu langsam ist. Also unser Plan B wäre, wenn es zu langsam wird, wenn so viele Leute drin sind, dass wir wirklich neue Whiteboards schneller stellen und an einem Teams basiert machen. Aber denkt euch das vorher durch, weil wenn was passiert, ihr habt nicht lange Zeit zu reagieren, Leute sitzen in Forecast drin, es ist nicht so einfach wie, kommen wir alle kurz her, wir brauchen 5 Minuten, es dauert alles länger. Also überlegt doch mal durch, was schief gehen kann und überlegt doch mal, was der Plan B sein könnte. Wir haben hier eine Frage von Wolfgang, die geht wahrscheinlich gleich zum Dominik, aber wir bleiben noch mal kurz bei dir, Ralf, weil sie passt, finde ich, auch ganz gut auf MS Whiteboard. Die Frage ist, konnten alle das Tool bedienen oder nur bestimmte Personen? Also könnt ihr da parallel dran arbeiten oder ist das intuitiv bedienbar? Vera hat schon ein bisschen was gesagt, du auch, aber kann man parallel arbeiten? Ja, definitiv. Also es können mehrere Menschen gleichzeitig im MS Whiteboard drin sein. Man sieht auch, wer was gerade wo macht. Also kommt so ein kleines Bild von dem Menschen hoch, der jetzt gerade was verändert. Die Limits habe ich bisher noch nicht ausgetestet, möchte ich jetzt gerade auch nicht austesten, wahrscheinlich kann es ziemlich viel, aber es kommt auf die Bandbreite drauf an, was du guckst. Deswegen haben wir es auf die Scrum Master und die Support-Leute beschränkt, also es sollen wahrscheinlich so 10, 12 Leute drin sein. Und wie gesagt, da ist gerade noch ein kleines Gebet hier angebracht, dass das Ding hoffentlich morgen das aushält. Es sollte wohl, aber ja, wir haben es beschränkt. Okay. Ich hätte vielleicht noch Feedback, was mir total schwer gefallen ist, weil unsere Teams vorbereitet hatten, die Dinge aus der Vorbereitung da in so ein MS Whiteboard reinzukopieren. Also Copy und Paste ist nicht intuitiv. Ich habe es nicht hingekriegt auf die Schnelle. Also wenn ihr es benutzen wollt, probiert es vorher aus. Ja, es geht bestimmt. Aber es hat teilweise sehr interessante Bedienungskonzepte da drin. Also gerade sowas, vergesst mal, dass ich Schriften größer oder klein machen könnte. Ihr müsst das ganze Ding groß, klein schreien. So Dinge, die man denkt, sind eigentlich Basis, kann es nicht. Und andere Dinge wie, ich kann alles rotieren, das kann es. Warum, weiß ich jetzt auch nicht. Aber man muss halt davon ausgehen, das war was voll anderes gemacht. Okay. Aber es ist da und es funktioniert. Dann die Frage, die ging ja eigentlich zum Tool WKAN. Das geht so ein bisschen an dich. Konnte das jeder bedienen? War das intuitiv bedienbar? Also das zur Parallelität hattest du ja schon was gesagt. Ja, also es konnte und durfte jeder bedienen. Es ist wirklich super intuitiv. Wir haben trotzdem vorher die Scrum Master gebrieft, dass sie den Teams auch mal vor dem PI-Planning zeigen, was da auf sie zukommt. Wir haben allerdings gemerkt, WKAN
Also es ist jetzt ein bisschen technisch, aber WCAN ist darauf ausgelegt, dass man, oder die technische Basis dahinter ist darauf ausgelegt, dass schnell gelesen werden kann und Schreibvorgänge dauern gerne mal ein bisschen länger. Das haben wir relativ schnell gemerkt, wo unser System-Team dann während des PI-Plannings noch die Instanz verstärkt hat, um da ein bisschen mehr Dampf auf die Kiste zu kriegen, wo die WCAN-Bots laufen. Aber wir haben es wirklich dann hinbekommen darüber, dass wir sagen, es ist nicht jeder immer aktiv und schreibt pausenlos Post-its, alle 80 Leute, sondern wir haben es dann auf 3, 4 Leute pro Team reduziert und dadurch haben wir es relativ schnell austarieren können. Okay, cool. Wo ich dich gerade dran habe, Domi, wie war das denn mit Abhängigkeiten? Du hast es vorhin schon mal ganz kurz gesagt, mit diesem orangenen Ding. Hat das geholfen? Hat das funktioniert? Habt ihr die Transparenz darüber gehabt? Ja, Mirko, vielleicht kannst du mal mein WCAN-Teamboard auf den Screen bringen. Anna, um deine Frage zu beantworten, ich denke, es hat geholfen. Es war etwas, genau, vielen Dank. Es war etwas eine Krücke, aber hier sieht man das nochmal. Das ist jetzt nicht das Programmboard, was wir vorher gesehen haben, sondern das Teamboard, wo das Team die 5 Sprints plant. Und in der ersten Zeile gibt es dieses Story, die grüne Karte rechts in Sprint 4, die hat eine Abhängigkeit zu der pfirsichfarbenen Karte davor. Und dadurch kriegt man halt auch über die Konferenzgrenze hinweg zu den anderen Teams einen Überblick, wer liefert eigentlich wann welches Artefakt oder hier ist es eine API-Schnittstelle. Die liefert Team X halt erst in Sprint 3, also kann ich meine Story erst in Sprint 4 machen. Das ist einfach ein Reminder. Ich brauche diese Story, die da in Sprint 4 liegt, brauche ich nicht versuchen, in Sprint 2 zu schieben. Das geht nicht, weil die Vorbedingungen nicht erfüllt sind. Insofern, es hat geholfen, es ist aber wirklich eine Krücke. Vorhin war im Frage- und Antwort-Chat war der Hinweis, dass Jira, wie hieß es? Jira, ich habe es mir aufgeschrieben. Portfolio, genau. Das Jira-Portfolio wohl so Konnektor-Bindfäden ziehen kann, das gucke ich mir unbedingt mal an. Das ist tatsächlich was, wenn ihr so etwas habt, wenn ihr ein Big Picture-Plugin von Jira habt, was wirklich auch performant ist, dann würde ich WCAN nicht nochmal empfehlen. Allein wegen den Abhängigkeiten. Okay, Vera, wie habt ihr das gemacht? Also wir haben vorhin die Schnüre gesehen, wo der RTE ganz entspannt davor im Liegestuhl saß. Da sehen wir sie nochmal. Aber das kann ja nicht alles sein, oder? Ja, also wie gesagt, wir hatten das in einer, also sehr traditionell, überhaupt nicht fancy. Wir haben einfach eine Excel benutzt. Also wir hatten die Scrum Master gebeten, alle Abhängigkeiten einem Coach zu melden und der hat sie dann in eine Excel-Tabelle eingetragen. Und dann haben wir quasi die Sachen aus der Excel auf das physikalische Board übertragen. Da sieht man jetzt halt auch, so ein Remote-PI-Planning kann gut funktionieren. Bei uns war es wirklich ein Erfolg, aber nichts ersetzt ein Vor-Ort-PI-Planning. Also es war eine Krücke. Ich war auch nicht so ganz glücklich damit. Ein Beispiel, in meinem davorigen Projekt hatten wir ein Standard-Template, wie man Abhängigkeiten meldet an das Program Board, dass das irgendwie in einem einheitlichen Design ist, dass man gewisse Felder ausgefüllt hat. Und aus irgendeinem Grund haben wir diese Good Practice, der sehr gut für mich in meinem anderen Team funktioniert hat, irgendwie ignoriert und haben einfach gesagt, ja, meldet dem Coach die Abhängigkeiten. Und dann hatten wir halt Kraut und Rüben, mussten das irgendwie gerade ziehen, mussten das dann auf dieses physikalische Board bringen. Am Ende sieht man, haben wir Schnüre gespannt, die Teams kennen ihre Abhängigkeiten, haben auch dieses Bewusstsein erworben, wie wichtig es ist, über Abhängigkeiten zu sprechen. Deswegen würde ich trotzdem sagen, war es ein Erfolg, könnte aber noch besser laufen. Okay, auf dem Slide sehen wir jetzt aber noch was anderes, was nicht Abhängigkeiten ist. Confidence Vote, das habe ich mir jetzt auch ziemlich schwer vorgestellt. Wie kriegst du die Fist of Five umgesetzt bei deinen 120 Menschen in einem PI-Planning-Art? Da habe ich mich persönlich sehr schwer getan, hatte ganz lange keine Idee und dann war es tatsächlich der Ralf, mit dem ich mich ausgetauscht habe, der mich darauf gebracht hat, mach das doch einfach mit Forms oder mit einem Umfrage, mit einem eingebetteten Umfragefunktion aus Teams. Und wir haben uns dann tatsächlich für Forms entschieden, weil wir sowieso bei uns im Unternehmen sehr viel Microsoft Forms verwenden
und haben dann also einfach einen Dropdown gehabt oder so einen Radio-Button-Auswahl mit 1, 2, 3, 4 und 5 und man musste eben auf den Radio-Button 1, 2, 3, 4 oder 5 klicken und hatten das Bild, was man jetzt hier auch sieht, noch mit eingebunden in diese Umfrage. Und als es dann zum Confidence Vote ging, haben wir den Link in den Chat gepostet und dann konnte jeder draufklicken und das ausfüllen. Und nachdem irgendwie eine adäquate Menge an Leuten abgestimmt hatten, das kann man ja ganz gut in Form sehen, haben wir das Ergebnis gezeigt. Hatten uns aber, wobei das ist für mich kein Remote PI Planning Good Practice, wir hatten tatsächlich auch die Abfrage, ob die Teams mit ihrer Planung zufrieden sind, schon vor dem Final, vor der Final Presentation haben wir auch schon mal in jedem Team abgefragt, dass wir jetzt schon ein Gefühl haben, ob wir in die richtige Richtung gehen. Okay. Hat es auch funktioniert? War das intuitiv für die Menschen? Also bei uns hat das super gut funktioniert, aber wie gesagt, wir benutzen im Unternehmen andauernd Forms und Fragen, was es halt total, also was es dann halt hilft, wenn man eh das kennt, weiß, worauf man klicken muss, wie es aussieht. Das ist vielleicht auch eine Sache, die der Dominik ja vorhin schon mal gesagt hat. Wenn man zu viele Tools hat, dann ist man irgendwann überfordert. Also wenn ihr Dinge nutzen könnt, die eure Teams kennen, wenn die sowieso immer alles im Jira machen, dann lasst sie es halt im Jira machen. Ne? Wenn sie irgendwie gewohnt sind, ein Whiteboard zu nutzen, dann sucht euch ein Tool, was ähnlich ist. Einfach weil was intuitiv ist, damit muss man sich nicht auch nochmal zusätzlich beschäftigen. Okay. Ralf, hattet ihr auch oder planst du auch Confidence Vote umzusetzen? Also ich meine, die Idee kam von dir. Ich nehme an, du wirst es ähnlich so machen. Ja, nicht die Idee von Confidence Vote, aber Microsoft Teams Produkt zu benutzen. Ja, wir haben Plan, es nennt sich Polish auch bei uns in Microsoft Teams mit drin. Ich nehme an, das ist ein Standard-Tool, ich weiß es nicht. Macht genau dasselbe, da kann man kurze Fragen stellen. Das Schöne ist auch, man kann auch Kommentare anfragen. Also falls jemand eine 1 oder 2 geht, dann kann man nicht auch fragen, das in Kommentaren fügen und das kann man auch anonym machen. Weiß ich nicht ganz sicher, ob es anonym oder publik machen, aber dass man halt auch mal dann sehen kann, was wir haben und warum Leute echt Dinge 1 oder 2 nicht. Das andere, was ich gerade vorhabe, ist, und das ist vielleicht ein bisschen unorthodox. Ich will eigentlich ein paar Confidence Votes während des Tages machen. Einmal, wenn die erste Teamplanung vorbei ist, dass die Teams selber mal ein Confidence Vote machen, wie toll sie ihren Plan gerade finden. Dann nach der Teamvorstellung wollen wir auch nochmal einen machen, generell, um mal zu schauen, wo sind wir jetzt gerade. Sollte wahrscheinlich so ja, 2/3 durch sein oder halb durch sein, also ganzen Planungstag, dass wir mal sehen, wo stehen wir denn gerade. Weil man kann halt nicht rumlaufen, man kann halt nicht diesen Vibe, den man mal so spürt, geht es gerade gut oder nicht, das kriegt man fahrt gar nicht hin. Deswegen nochmal kurz so ein Mittelpunkt Confidence Vote und dann abschließend halt auch nochmal einer, dass man halt wirklich mal ein bisschen so über den Tag sieht, wie die Stimmung ist. Ja. Kann ich tatsächlich empfehlen. Wir haben das nicht über Confidence Votes gemacht, aber ich habe alle Scrum Master zweimal am Tag zusammengezogen und kurz eine Checkliste abgeprüft. Wo seid ihr gerade? Habt ihr an die PI Objectives gedacht? Habt ihr überhaupt schon Abhängigkeiten? Und wenn nein, warum? Um einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, genau das, was du sagst, Ralf, um einfach ein Gefühl zu kriegen, was passiert gerade, wenn du jetzt 5 physische Besprechungsräume hast, dann hast du ein Bauchgefühl, was läuft. Und das fehlt dir komplett, wenn du es über Konferenzen machst. Insofern ja, nutzt das und frag, bau da Checkpoints ein. Das ist wirklich eine gute Idee. Okay. Ich habe noch so eine Frage, das rein Interessefrage. Dominik, du kannst gerne live bleiben. Ich habe das Timeboxing gemacht oder das Timekeeping. Ich fand das super anstrengend. Wie habt ihr das denn gelöst bei euch? Ja, es war anstrengend. Es gibt unter Windows die Alarm-App, wo kann man sich beliebig viele Countdown-Timer vorkonfigurieren und die hatte ich immer in der unteren rechten Ecke, wenn ich einen Screen geshared habe. Und ansonsten bin ich durch die Konferenzen gehüpft und habe immer reingeschrieben, in 10 Minuten müsst ihr da und dort sein. Also relativ mit der Hand am Arm, aber hat erstaunlich gut funktioniert. Die Scrum Master hatten natürlich auch immer den Auftrag, Timeboxing zu betreiben, aber es hat wirklich funktioniert. Direkt hier Follow-up-Frage, bevor ich dieselbe Frage weitergebe. Wie war das mit dem Stresslevel beim Timekeeping und auch für die anderen Leute, wenn man das eingefordert hat? Dazu kann ich gerne was sagen. Also für unsere
Sales-Kollegen war das ja das erste Mal Berührung mit Agilität und auch mit diesem harten Timeboxing. Deswegen waren wir gar nicht so, wussten wir nicht, wie sie darauf reagieren, aber sie fanden es richtig gut. Und wir hatten es so gelöst, also das, was Anna gerade gesagt hat, die hat einfach im Chat immer reingeschrieben, wie lange man noch Zeit hat, also wie lange ein Slot noch geht beim Präsentieren, sowas wie T-10, also man hat noch 10 Minuten Zeit, T-5. Das war ganz gut und es hat super funktioniert, kam extrem gut an. Dann, weil man einfach wusste, okay, ich muss mich jetzt noch 5 Minuten konzentrieren, dann kommt die nächste Pause. Das hat unsere Kollegen total motiviert, kam richtig gut an. Und in den Team Breakout Sessions haben wir es ein bisschen anders gemacht. Da haben wir uns nicht das haben wir uns nicht die Arbeit gemacht, in jede Session reinzuspringen, sondern wir hatten ja quasi einen gemeinsamen Conference Call, den wir immer wieder verwendet haben für die gemeinsamen Sessions. Und dort haben wir reingeschrieben, okay, jetzt noch 10 Minuten, dann geht's weiter, jetzt geht's weiter. Und dann ist es aufgepoppt und die Scrum Master hatten die Aufgabe, da immer mal wieder reinzugucken und da einen Blick drauf zu haben, was in diesem Chat passiert. Genau, das von meiner Seite. Anna, du bist auf. Vera, die letzte Frage für dich, für diesen Abend, für dieses Interview. Was ist deine Top-Empfehlung für unsere Zuhörer und was auch eine deine Flop-Empfehlung, ne? Also was nicht zu tun wäre? Also meine Top-Empfehlung ist tatsächlich diese Übersicht über wo findet, also eine Übersicht ganz markant irgendwo hinzulegen, welche Team-Session, also wie heißen die verschiedenen Team-Sessions, die Conference-Team-Sessions für die einzelnen Teams, dass man auf einen Blick sieht, ich möchte mit Marketing sprechen, okay, ich muss mich in diese Team-Session einwählen. Und das muss total prominent irgendwo abliegen. Das war das, was bei uns am besten funktioniert hat. Ein Flop habe ich so gar nicht. Also ich hatte davor auch drüber nachgedacht. Es gibt nichts, wo ich sage, okay, das hat überhaupt nicht funktioniert. Ralf, dein Top, dein Flop? Vorbereitung. Vorbereitung und mit Menschen sprechen. Also sich selbst vorbereiten, andere Menschen darüber vorbereiten, mit denen darüber sprechen, was sie darüber denken. Was mir wirklich sehr geholfen hat, war, ich habe Kollegen, die es schon gemacht haben oder auch gerade vorbereitet haben, also ich habe mich der Wehr ausgetauscht mit anderen Menschen. Und man kriegt halt relativ viele gute Ideen und man findet auch Dinge raus, sagt, nee, mach das besser nicht, das wird nicht funktionieren, da wo man selber nicht dran denkt. Also tauscht euch untereinander aus. Flop noch kein. Ich kann es euch dann am Donnerstagabend erzählen, dass es einen gab. Das Einzige, ja, bereitet euch darauf vor, dass irgendwas nicht funktionieren wird und bereitet auch Leute darauf vor. Es ist wirklich das erste Mal, dass wir viele, viele Menschen sowas machen. Es kann was schief gehen, man muss halt damit umgehen können. Du bist gerade stumm, Anna? Dominik? Die Empfehlung, die ich habe, die ist gar nicht PI Planning spezifisch, sondern generell Remote Planning oder Remote Workshop ganz allgemein. Vergesst nicht, dass die Leute irgendwas ausarbeiten sollen. Die Leute sollen sich nicht mit Tools beschäftigen und zwar gar nicht. Die sollen einfach arbeiten können. Und da ist das, ich weiß nicht, ich glaube Vera hatte es gesagt, nutzt einfach die Tools, die die Leute kennen. Und wenn die irgendwas nicht hundertprozentig können, dann ist das so. Solange ihr da eine Antwort drauf habt, wie man damit umgeht. Bei mir waren es die Abhängigkeiten, das hatte ich jetzt schon gesagt, das war nicht die perfekte Lösung. War aber gut genug tatsächlich. Und keep it simple ist, glaube ich, das Schlüsselwort. Also wirklich das nehmen, was die Leute kennen, weil die Leute sollen sich nicht Gedanken machen, welchen Knopf sie jetzt drücken müssen, sondern die sollen sich über Abhängigkeiten und Risiken Gedanken machen. Das wäre so mein Learning oder mein Tipp an alle. Und was den Flop angeht, in der Retro, die wir auch gemacht haben zum PI-Planning, kamen einige Dinge einfach auf, wo Menschen doch nicht ganz verstanden hatten, wann ist was wie wo. Also kommuniziert die Dinge wieder und wieder. Das wäre so mein Ding. Ich hatte den Eindruck, ich habe es oft genug kommuniziert oder wir. Scheinbar habe ich 90% der Leute abgeholt, aber eben doch nicht alle. Und das sind einfach noch ein zusätzlicher Frustfaktor, den man nicht braucht. Das kann man durch noch 2 Wiederholungen mehr vielleicht einfach lösen. Also daher gar nichts Großes. Es gibt immer 2 oder 3, die nicht zuhören, Sessions 50 Mal gesagt haben. Und die ja, sitzen dann irgendwann noch vor Karo und beschweren sich, dass sie nicht gewusst haben, was sie hinkriegen sollen. Ja, die meinte ich gar nicht. Nein, das war tatsächlich, glaube ich, einige Punkte, die waren nicht klar kommuniziert. Das prägnant, kurz, immer wieder das Gleiche, immer wieder wiederholen. Ja.
Cool. Ich bin nicht mute. Ich kann reden, voll gut. Mein Top-Flop für ein PI-Planning, für ein Remote-PI-Planning, top, absolut gemeinsames Essen, Pizza essen und die Pausen live lassen, also dass die Leute sich austauschen können und smalltalken können. Und mein Flop ist, mehrere Verantwortlichkeiten auf einen einzelnen Kopf zu setzen. Also weder einen Scrum Master mit einem agilen Coach zu kombinieren, noch einen Timekeeper, der dazu noch Abhängigkeiten oder Risiken sammelt. Das sind so meine Top-Flops. Mein Top für heute, die Technik hat gehalten. Wir haben einigermaßen problemlos die Switches hingekriegt. Mein Flop für mich persönlich, ich muss das Mute-Tasten-Thema, glaube ich, nochmal üben. Aber wir sind ja alle agile Menschen und lernbereit und lernwillig. Von daher, das ist meine Aufgabe und ich gebe gerne ab an Mirko. Vielen Dank, Anna. Vielen Dank, Vera, Dominik, Ralf, dass ihr uns heute viele Insights gegeben habt, dass wir reinschauen konnten in eure PI-Plannings, die waren und die auch noch anstehen. Vielen Dank auch im Hintergrund an Philipp und an Heiko für die Technik und für das Organisieren der Fragen. Das war jetzt unser allererstes Virtual Safe Meetup. Ich hoffe, ihr hattet einige Impulse, die ihr mitnehmen könnt. Wir würden gerne euer Feedback noch abfragen. Und zwar machen wir das am besten so, derjenige von euch, der Feedback geben will, geht einfach nochmal auf unsere Event-Site zu diesem Event und lasst uns da einfach nochmal ein bisschen was da. Wir würden uns sehr freuen, so im Kontext, wie war das inhaltlich, wie haben wir das technisch aufgezogen, denn das soll nicht unser letztes Virtual Safe Meetup gewesen sein. Aber jede Anregung von euch nehmen wir da gerne auf. Das wäre sehr cool. Vielen, vielen Dank. Ansonsten noch zwei weitere Informationen. Wenn ihr mehr Meetups wollt und wir hoffen, dass wir das auch wieder vor Ort mal durchführen können, dann haben wir Stand jetzt das erste Safe Meetup in Stuttgart am 7.5., was wir euch sehr gerne ans Herz legen. Und am 25.6. findet unser mittlerweile sechstes Safe Meetup in Frankfurt statt. Ich hoffe, dass wir uns da sehen. Wenn nicht, dann switchen wir auch hier auf virtuell. Wenn ihr noch mehr Informationen wollt, so generell zum Thema agile Transformation und auch zum Thema Remote Excellence, dann haben wir euch hier noch zwei Internetseiten von bridgingit.de letztendlich angehangen. Geht da gerne drauf und informiert euch. Ansonsten vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Habt eine schöne Zeit, habt schöne Ostern und vor allem bleibt gesund und bis ganz bald. Vielen Dank. Macht's gut.